Was geht, Leute? Wir sind wieder zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Fallout Your Moin. Let's Play Borderlands the Pre-Sequel. Das war's mal wieder komplett. Der ist doch safe hier unten, der Wandler, oder? Und jetzt, wir müssen nämlich den Wandler finden. Das ist nämlich eine Nebenquest. Das sehe ich nicht hier unten. Frag nicht, du mach einfach. Wo ist der Wandler? Bonsa! Keine Spur von Rooster Booster. Er muss sich aus dem Staub gemacht haben. Hau das Ding in Stücke und bau die Rekombinierungsmatrix aus. Zum Glück bist du ja auch ein Technikfreak. Mist, das ist schwieriger als ich dachte. Super, jetzt müssen wir diesen störrischen Wandler aufknacken. Oh, was haben wir denn hier? Oh, wir sind voll. Really? Schön. Geh jetzt auf sichere Distanz. Stell den Zünder ein und dann kann's losgehen. Das ist schon gut so. Jetzt zünde die Ladungen. Also ist jetzt nach Concordia. Ich hoffe, dass wir jetzt unsere 49 Mondsteine da mal auch ausgeben können, Alter. Sonst drehe ich bald durch. Ach ja, und wieder zurück. Das ist halt immer so normal, so Standard wird Borderlands gefühlt, also ist zumindest mein Eindruck bisher. Ja. Aber nein, da kann man ja nichts dran machen. Ne Whisky. Ja. Du bist verkuschelt, ne? Wir denn hin? By the way. Ah, Führerschutz ist super easy.
Eben. So, dann einmal noch Concordia zurück, eben die verkackte Quest abgeben und meine Waffen hier eben einmal stellen. Habe ich normale Waffen? Ich habe wahrscheinlich voll viele normale Waffen, oder? Oder? Eine. Waffen, wundervolle Waffen! Boah, ich könnte ja auch hier normale kaufen, die sind alles so teuer, weil dafür das nur normale Waffen sind. War denn das nochmal wegen dem Briefkasten? Hier, ne? Was hier? Ich glaube, es war hier. Ja, nee, komm, das machen wir mal anders. Nach Concordia. Whisky. Ja. So. Wie viele Mondsteine habe ich? Oh, nur 40. Wie, ich kann mir jetzt keine bei ihm kaufen. Ich schwöre. Wenn ich mir jetzt keine... Ich habe gerade im Inventar 49. Wenn ich mir jetzt keine kaufen kann, dann werde ich pissen. Löchrig wie Schweizer Käse! Geht doch. Die Firma dankt für den Mondstein, Mann. 50! Das Teil hilft dir besser zu killen. Alter. 50. Geh mir auf den Augen. Kack. Hey, war ein paar Upgrades, ne? Ich hab nichts vergessen, Mutschmann. Alter. Dafür haben wir jetzt wie viele Plätze? 27. Wow. Kann man machen. Ein hervorragender Tag für den Kapitalismus. Granaten können wir eine kaufen. Wundervoll. Schroflintmunition. Lass es nicht zu sehr krachen. Ach so, so ein Elementarding. Ja. Ist nicht mein. Pass auf dich auf. Oh. Oh. Gut, dass wir das jetzt erst sehen. Das sieht nice aus. Der Würf ist tot. Also, Hosen runter und Sau rauslassen. Alter. Karottbutter. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, welches ich nehmen soll. Also am besten gefällt mir Katzenauge und das Blau. Ich glaube jetzt aber auch Katzenauge. Claptrap. So. Geschüttelt, nicht gerührt. Skillpunkte. Nee, das brauche ich nicht. Ah, nice. Aha. Jetzt kam auch erst das Tutorial dafür. Okay. Ja. Haben wir früh entdeckt. Hollerie, hollero, hollerei. Kammerjäger, Schießerei. Hollerie, hollerei, hollerot. Und schon ist so ein Arschloch tot. Eine wichtige Durchsage. Thema Schwerkraft. Sie kann eine hilfreiche... Siehst du die alte Bessie da drüben? Baue die Zerlegerkupplung und die Rekombinierungsmatrix ein. Mal sehen, ob's was hilft. Ja! Es scheint, sie erwacht wieder zum Leben. Aber wir müssen auf Nummer sicher gehen. Diese Babys spucken, mit etwas Glück, schickes Equipment aus. Oh. Aber man muss wissen, womit man sie vorher füttern muss. Ist wie eine Art Rezept. Tu drei gleich gute Waffen rein und du kriegst vielleicht eine bessere Waffe wieder raus. Super, oder? Da auf dem Tisch liegen ein paar alte Knarren. Probier's mal aus.
Lol. Jetzt füttere den Wander damit. Mal sehen, was Bessie ausspuckt. Gehört das zu den Sachen, die ich mir laut Programmierung in Robotervideos nicht ansehen darf? Du musst 3 Objekte reintun, sonst wird das nichts. Boah, Mondsteinwandlung, 12 Mondsteine, what the fuck? Wandlung wird durchgeführt. Das ist ja voll teuer alles hier. Schau, wie sie wandelt. Wandeln. Für diese Babys gibt's eine Menge Rezepte, aber leider keine Bedienungsanleitung. Du musst einfach experimentieren. Obwohl, jemand hat mir erzählt, wenn man Mondsteine benutzt, kriegt man immer das bestmögliche Ergebnis raus. Ah ja. Naja, viel Glück und danke für die Hilfe. Kein Problem. Okay, gut zu wissen. Ja, was machen wir jetzt? Ja, das dauert voll lange. Die brauchen voll viel Waffen. Ne? So, kümmern wir uns mal um Ninas Kühlschrank, würde ich sagen. So ein paar Nebenquests nach und nach machen, wa? Oh mein Gott, ey. Oh ja. Liegt wieder auf meine Tasche, ne? Ja, ist der Lieblingsplatz, du Sack. Nicht mal mein Kater. Jetzt chillt immer auf meine Tasche. Ich bin Janie Springs und ich empfehle Mondzombies für alle Lebenslagen. Zack. Rekrutierungsgedöns. Ich gehe jetzt in die bohrende Schlucht. Okay. Vorsicht, keine Atmosphäre. Ah, sieht schon nice aus, unser Claptrap jetzt. Bringe Eis zu Nina.
viel gefährliche Dinger da. Lieber töten! Du nimmst Spezialeis, dann nimmst Bohrer und tun an andere Stelle. Ja, sofort. Was ist eben mit den Viechern hier? Boah. Spiel. Zeit, dass wir uns näher kommen. Vorrang fertig hier. Setze an neue Stelle, so wir bekommen mehr Spezialeis. Ja, wo denn? Wo soll ich den denn hinstellen? Boah. Lästig. Ich weiß nicht, ob wir die Bohrer schon eigentlich aufnehmen. Jetzt muss ich noch einmal doch holen. Es ist so kalt! Bewegung unmöglich! Bohr, klein Ding! Ich gebe das Nina. Die habe ich auch den Auftrag gegeben, soll er sich dann an sein Eis selber quasi holen, ne? Ne, Whisky. Wie er mich anguckt, so, Digga, was willst du von mir? Auch noch mal ab. Kommen wir wenigstens ein bisschen voran.
Ab nach Concordia. So. Wenn nicht angesteckt. War gut gemacht, Arbeit. Du, Ninera, gemacht, sehr glücklich. Vielleicht du jetzt wirst Schwester. Nina macht nur Witz. Wenn du drückst Nina raus, Nina drückt dich. Sehr fest. Was haben wir denn da gekriegt? Wow. Ah ja. Oh, mir geht's verdammt gut, danke. Herzlich willkommen, Kunde. Ciao. Viel Glück. So, was haben wir denn noch an Nebenquesten? Machen wir weggesäbt. Ich habe an dem Laser rumgebastelt, den du mir gebracht hast. Ein paar eisige Anpassungen gemacht. Ich würde ihn gern mal an ein paar Torx testen. Noch so ein tödliches El. Den? Skrop-Zeugs. Willst du das Ding mal im Einsatz erproben und ein bisschen aufräumen? Die Waffe schon mal aus dem Inventar. Hohe Qualität, niedrige Preise und ich stelle keine Fragen. Genau, wir hatten keine Dinge mehr. Du bist mein Willkommen jederzeit wieder. So, dann weiter geht's. Weiter geht's. Wenn Sie bei niedriger Schwerkraft springen, überlegen Sie, wohin Sie springen und wo Sie landen werden. Es könnte sonst zu peinlichen Situationen kommen, wo Sie durch andere Leute Fenster fliegen oder in glühheißer Lava landen. Bisschen wie ein endlos Feuerwehr. Hätte ich früher gewusst, dass man die Waffen quasi kombinieren kann und was anderes rauskriegt. Wundervolle Waffen! Hätte ich gar keine Waffen weggegeben, beziehungsweise gespendet, beziehungsweise ja, verkauft. Vor 50 normale Waffen, Digga. Alter. Würde ich sagen, kümmern wir uns um die Torx mal in der nächsten Folge. Und ja, schaut auf mein Instagram-Profil, auf meinen Twitter, Snapchat. Nee, Snapchat. Was laber ich, Alter? Twitter, Instagram und Reddit. Alles in der Videobeschreibung verlinkt. Und macht's nicht gut, macht's besser. Ciao mit V.